Falafel ein sehr leckeres, bekanntes Gericht aus dem Nahen Osten, das aus würzigen, frittierten Kichererbsen welchen besteht. Nährwertangaben: Kalorien 491, Zucker 3 Gramm, Eiweiß 15 Gramm, Fett 30 Gramm, Kohlehydrate 43 Gramm, gesättigte Fettsäuren 3G. 4:1:25 Minuten 2010 bis 15 Minuten, 4 Portionen. Zutaten: 675 Gramm abgetropfte Kichererbsen aus der Dose, 1 gehackte rote Zwiebel, 3 zerdrückte Knoblauchzehen, 100 Gramm Vollkornbrot, 2 kleine frische rote Chilischoten, 1 türkische Lira gemahlene Kreuzkümmel, 1 türkische Lira gemahlene Koriander Y2TL Kurkuma, Klammer auf Gelbwurz, Klammer zu, 1 Esslöffel gehackter Koriander und zusätzlicher Koriander zum Garnieren, Salz und Pfeffer. Ein verschlagenes Ei, 100 Gramm Vollkornsemmelbrösel, Pflanzenöl zum Frittieren. Tomatengurkensalat und Zitronenviertel zum Servieren. Kichererbsen, Zwiebel, Knoblauch, E-Brot, Chilischoten, Gewürze und Koriander in eine Küchenmaschine geben und 30 Sekunden lang zerkleinern. Verrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Klammer zu, die Mischung aus der Küchenmaschine nehmen und zu walnussgroßen Bällchen formen. Die verschlagenen Eier in eine flache Schüssel und die Vollkornsemmelbrösel auf einen Teller geben. Die Bällchen zuerst in das Ei tauchen und dann in den Semmelbröseln rollen, überschüssige Brösel abschütteln. Das Frittieröl auf 180 erhitzen bzw. so weit, dass ein Brotwürfel in 30 Sekunden bräunt. Die Falafel 2 bis 3 Minuten wenn nötig portionsweise frittieren bis sie knusprig und braun sind. Mit einem Schaumlöffel aus dem Eis nehmen und auf Küchenkrepp abtropfen lassen. Mit Koriander garnieren und mit Tomatengurkensalat und Zitronenvierteln servieren.